Ja, hallo, willkommen zurück hier zu Let's Play Shadowrun Returns im Telestrian-Gebäude Deadman Switch mit mir Elo. Und ich probiere hier gerade die letzten Typis umzulegen, um mich dann in die Matrix zu hacken und hoffen, dass ich nicht wieder von den Trollen instant umgelegt werde, was schon ganz schön blöd war. Mal vielleicht auch ein bisschen offensiveres Spiel. Ich weiß gar nicht, was. Es sind halt schon noch zwei Türme, das machen wir erst nächste Runde. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Aber wenn seine physikalische Gestalt verwundet ist, das dürfte eigentlich in der Matrix keine Auswirkungen haben. Dann hören wir uns mal selber nochmal. Drohne. Nur noch eine Kanone haben. Rein mit dir. Ah, Drohnenverluste sind im Notfall nicht so schlimm wie Menschenverluste. Ein Aimshot, der saß. 10 Damage doch, ja. So, erstmal die zwei Typen wieder rausholen. Sind schon wichtig, sonst kriegt man die ganzen anderen Programme nicht down schnell genug. Ich laufe zwar jetzt ein bisschen hinterher, aber ist, sage ich mal, nicht so schlimm. So, dann den markieren, wenn es geht. Offensichtlich nicht. Schon mal zweimal getroffen, das ist gut. Voll reinbrezeln und auf das weiße Eis hier mal doppelten Schaden machen. Um dann selber da nochmal einen rein zu brutzeln. Genau. Die Jungs da mal schon mal ein bisschen Damage. Und wenn das jetzt noch down geht, umso besser. Die Kanone.
Na, noch nicht. Ist ja Buh. Ich gedacht, das Ding ist schon down. Aber jetzt. AE Ding kann noch nicht. Reduce Alarm State. Ach, schade nicht. Das Ding ist natürlich schon immer sehr nice, wenn da 50% mehr Schaden macht. Level Effect Deals. Der ist jetzt voll natürlich. Das ist gut. Und danach senken wir mal das Attacker-Level. Ja, den auch noch hinterher. Nicht, dass hier in der Matrix noch irgendwas losgeht hier. Also. Jetzt kommen die Typen. Granate. Ah, verfehlt. Verdammt. Nein. Gesessen. Boah, wie kann man auf die Entfernung vorbeischießen? 24, wenn der jetzt mich dann auch umlegt, dann raste ich aber aus. Nein, warum ist denn jetzt zurückgegangen? Wir haben Zeit, komm. Ist ja nicht irgendwie gefährlich hier gerade draußen. Und diese Decker, ey. So. Wenigstens was. Dann ist der auch down. So, Elodira ist wounded. Wo fangen wir an? Wir übernehmen den Typen. Bitte klapp, 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 klapp. Das klappt. Reger vor. Und alle schießen auf den anderen.
Alter. Muss ich da jetzt irgendwo hin? Wir müssen hier runter, oder? Das sind nämlich die anderen beiden Knoten irgendwie connecten. Dass da unten ruhig aussieht. Oh, hack dich mal da ein. So, Watts, kein Contract. Telestrian General. James, deine originale Vereinbarung mit Melinda Watts war effektiv, unsere Kinder zu beschützen, aber nicht ohne Risiko. Mhm. Geh ihre... Okay. Mrs. Watts hat zugestimmt, dass die Geburtsurkunden gefälscht wurden, dass sie Nathan Miles, also die Kinder von Nathan Miles sind. Okay, aber es ist irgendwie alles noch ein bisschen verwirrend. Wie sieht's hier aus? Oh, hier ist was Dickeres. Schwarzes Eis. Schwarzes Eis ist nicht gut. Schwarzes Eis ist nicht gut. Schwarzes Eis ist nicht gut. Schwarzes Eis greift auch uns an. Und wenn wir... Also wir kriegen dann Schaden in der echten Welt. Wir können, also eigentlich stirbt man dann normalerweise. Das ist das, was mit einem passiert, wenn er ein schwarzes Eis auswirft. Gut, das macht auch mal eine ganze Spur mehr Schaden. Und mit einer ganzen Spur mehr Schaden meine ich eine ganze Spur mehr Schaden. So, Troll schneller machen. Nach vorne. In nächste Runde kann ich schon schießen. Yeah! Not enough ammo. Ja. Ah, jetzt ist der nicht mehr. Confused, oder? Doch, ist noch confused. Okay, den Troll haben wir umgelegt. Das ist die Frage, kriegen wir den jetzt umgelegt? Und ist der noch confused? Jetzt kennen wir's. Ach, auf der anderen Seite hätte man erwischen können, denke ich mal. Und keiner trifft das Black Eis. Da war ein Treffer. Und noch einer. Noch ein Schild ESP. Muss auch schießen. Ah, das ist gut. So, dann gucken wir mal hier rein. Telestrian Patente. Okay, es geht um Biotech. Okay, und er schickt uns das Geld. Okay. Haben wir also Telestrian jetzt auch noch ein paar Patente geklaut. Richtig so. Wenn wir schon mal hier sind. Und da ist der Fahrstuhlknoten. Okay, bis zu dem müssen wir uns noch vorarbeiten, Jungs. Alles klar.
passiert dann irgendwas? Sniffer. All incoming damage minus 35. So, ich würde sagen, wir versuchen mal den Troll jetzt umzulegen. Mit all unseren verbleibenden Möglichkeiten. So doll leiden. Obwohl, warte mal, der geht ja weiter hier, wa? Na, auch nur so kurz. Naja, dann. Wir müssen dahin gehen. Guck mal. Könnten wir hier eigentlich diesen Blaster mal reinhauen? Das ist gut. Der hat gesessen. Den geben wir mal in Deckung hier. Schießen wir auf das weiße Eis, was hier am nächsten ist. Der geht mal da in Deckung. Schießen wir auf das weiße Eis. Wahrscheinlich auch alle wieder auf mit, oder? Na, okay. So. Ach, den hätte ich auch mal heilen können, ja. Naja. Erstmal auf den auf der Seite. Zuerst können wir den nämlich mal degraden. Nämlich degraded haben, falls das klappt. Ne, klappt nicht. Schade. So. Ah, dann haben wir hier nichts zu tun. Außer den Typen hier noch umzulegen. Hm, holen wir mal den Elevator. Gamma-Gent 6. Könnte man sich nicht auch ausklinken? Irgendwie? Achso, er jetzt nicht mehr, weil er keine Punkte mehr hat. Theoretisch ich mich doch auch ausklinken. Mal Jacking out will cause you to be stunned for 5 AP. Der Faschel ist offen. Haben wir auch geklaut. Läuft, sag ich schon mal. Wobei ich mit diesen Elite Guards da echt nicht mehr so viel zu tun haben möchte.
Achso. Wenn man die jetzt uns aufswitcht. Jetzt brauchen wir sie ja gerade nicht. So, heilen wir die auch mal noch voll. Und alle mal rein in den Fahrstuhl. Und Fullmonte auch noch. Puh. Okay, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind jetzt oben. Okay. Ach, wir sind erschöpft, verwundbar. Aber wir sind im 50. Stock im CEO-Office und der Baron deckt uns, theoretisch. Okay, und es geht immer noch um Projekt Aegis. Naja, mal gucken. Security Camera, da kann man sich wahrscheinlich einhacken, vermute ich mal. Dodger, geht da was? Aber das wird ja wahrscheinlich eh gleich wieder ein total heißer Ritt. Deswegen mache ich jetzt erstmal Pause. Und das gucken wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Tschüss!